Die Wohnungsbaugesellschaft Neustadt hatte zur feierlichen Eröffnung der Festausstellung in die Villa Böhm geladen. Von allen Seiten strömten die Gäste. Langjährige Wegbegleiter, Aufsichtsrat- und Stadtratsmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein wenig feiern wollte man schon, jedoch nicht im großen Stil. Im Jubiläumsjahr standen die Mieterinnen und Mieter im Mittelpunkt. Der Gesellschaft war wichtig, vor allem ihnen eine Freude zu bereiten. Aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, unser 100-jähriges Jubiläum nicht mit einem großen Festakt zu feiern. Stattdessen wurden die Mieterinnen und Mieter individuell zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Auf 3 Tage verteilt erlebten 150 Seniorinnen und Senioren auf einer Rundfahrt die Sehenswürdigkeiten im weiteren Umkreis ihrer Stadt bis hin zum Elsass. Dank einer kompetenten Führung erfuhren die Gäste viel Wissenswertes über Geschichte und Kunst ihrer Region. Ja, ich habe mich riesig gefreut, weil ich war total überrascht, dass ich da praktisch eingeladen worden bin. Gell? So lange wohne ich ja noch nicht bei der WBG, 20 Jahre. Vorher habe ich das natürlich nicht gekannt. Ich bin ein gebürtiger Pforzheimer, ne? Und bin über das Kuckucksbähnel bin ich nach Neustadt gekommen. Und deswegen bin ich in Neustadt hängen geblieben. Nicht wegen einer Frau, sondern wegen einem Kuckucksbähnel. Das ist mal, dass die uns so verwöhnen. Das muss man schon sagen. Und was halten Sie von dieser Verwöhnung? Na toll. Wir bleiben jetzt treu bis in den Tod. Wenn wir so machen können, machen sie. Und das finde ich sehr gut. Auch wie sie sich um die Häuser kümmern. Man ist nicht allein. Man kann sich immer gleich an die WBG wenden und die kümmern sich so. Wenn ich es nicht gern mache, wäre ich auch nicht mit. Aber weil sie sich Mühe geben und bieten das an, und dann finde ich, sollte man es auch annehmen und soll froh sein, dass es gemacht wird. Blicken wir um 100 Jahre zurück auf die Anfänge der Wohnungsbaugesellschaft. Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg. Die Franzosen besetzten die Pfalz. Durch die Zollgrenze am Rhein verwandelte sich die Region in das Armenhaus der gerade ausgerufenen Republik. Die Armut war groß, die Wohnungsnot ebenso. Eine Gruppe Neustadter Bürger, vor allem Fabrikanten, Bankiers und Weinhändler, sowie die Stadt, wollten hier Abhilfe schaffen. So unterzeichneten 40 Gesellschafter am 26. Februar 1919 den Gesellschaftsvertrag für die Baugesellschaft Neustadt an der Hart. Erklärtes Ziel war es, die Wohnverhältnisse durch den Bau von mittleren und Kleinwohnungen zu verbessern. Doch die Anfangszeit und die Folgejahre waren nicht leicht. Eine Zäsur brachte der Zweite Weltkrieg, der alle Bautätigkeiten zum Erliegen brachte. Bis dahin gehörten der Baugesellschaft immerhin 119 Wohnungen. Nach dem Krieg litt Neustadt erneut unter großer Wohnungsnot. In den 50er Jahren setzte ein regelrechter Bauboom ein. Der nötige Platz dafür fand sich im Osten der Stadt. So entstand in der Nachbarschaft des mittelalterlichen Hofguts Branschweiler Hof ein völlig neuer Stadtteil. Das Besondere am Stadtteil Neustadt Branschweiler, früher Neustadt Ost, ist natürlich, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. So wie der Stadtteil gewachsen ist, sind wir einfach als Wohnungsbaugesellschaft mitgewachsen. Warum? Klar, es war der einzige Raum, wo es eben auch entsprechende Bauplätze gab. Währenddessen wurden aber genauso im Westen der Stadt, in der Hutten- und der Rotkreuzstraße, große Wohnblocks gebaut. Sie passten sich gut in das bestehende Straßenbild ein. Gleichwohl blieb der Osten der Investitions- und Bauschwerpunkt. Noch heute ragen über die Spitalbachstraße die beiden 8-stöckigen Wohntürme aus den 60er Jahren und bilden einen markanten Blickpunkt. Umweltbewusstes Denken bekam eine hohe Priorität und dominierte besonders bei der Modernisierung von Branschweiler. Dazu zählen unter anderem Photovoltaikanlagen, Fassadendämmung und auch der Einbau von Holzpelletheizungen. Der WBG ist es wichtig, durch die Schaffung barrierefreier Zugänge und den Einbau von Treppenliften älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld leben zu können.
Wenn Sie im Wohnungsbau nachhaltig und langfristig wirtschaftlich sein wollen, bleibt Ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als nicht nur die Wohnung zu sehen, sondern Sie müssen das Haus sehen, Sie müssen das Wohnumfeld sehen mit Grün, auch mit Stellplätzen und Garagen, was die Mieter wünschen, natürlich auch mit Spielplätzen. Nur so kriegen Sie nachhaltig eine zufriedene Mieterschicht zustande, die auch langfristig Ihre Kunden, Ihre Mieter bleiben. Und das ist das oberste Gebot. Also ich möchte euch herzlich begrüßen. Ja, hier lebe ich und ich lebe hier gerne und wohne schon viele, viele Jahre hier. Wollen wir ins Bad ausgehen? Das ist zwar klein, aber fein. Und ich bin froh, dass ich eine Badewanne habe. Die jetzigen Mieter, die eingezogen sind, die haben alle Dusche. Jetzt zeige ich Ihnen noch meinen zweiten Balkon. Und hier tut die Wohnungsbaugesellschaft schon wieder sanieren und renovieren alles. Also das ist einfach toll. Und ich sage Ihnen, was immer hier wohnt. Hier unten ist der Zahnarzt, hier ist der Post, dann ist der Apotheke. Mir ist in meinem Leben noch nie so gut gegangen wie jetzt. Dass ich eine innere Zufriedenheit habe und glücklich bin. Jedes Jahrzehnt stellte sich die Gesellschaft neuen Herausforderungen. Nach Abzug der Franzosen kaufte die Wohnungsbaugesellschaft 1995 deren Immobilien und baute rund 150 Wohnungen zum Wohnpark Martin-Luther-Straße um, mit schönen Grünanlagen und Spielplätzen. Es entstand bezahlbarer Wohnraum, besonders für Familien. Ihnen das Leben zu erleichtern, schließt Kinderbetreuung mit ein. Hier hat die WBG durch den Bau der Kindertagesstätten im Ortsteil Diedesfeld und in der Robert-Stolz-Straße ihren Beitrag dazu geleistet. Natürlich wurde im Jubiläumsjahr ebenso an die Kinder gedacht. Ein Doppeldeckerbus brachte sie zum Tagesausflug in den Kurpfalzpark. Von WBG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut, hatte die junge Schar jede Menge Spaß. Da ging's hoch hinaus auf dem Karussell. Große und kleine Jongleure waren gefragt. Ein weiterer Hit wurde die rasante Fahrt auf der Sommerrodelbahn. Zur Stärkung gab's Weg und Wurscht. Die Begeisterung nach diesem erlebnisreichen Tag war groß. Die WBG hat in 100 Jahren Großes geleistet. Mit über 2000 Wohnungen, nahezu 100 Gewerbeeinheiten und deutlich über 1000 Garagen und Stellplätzen ist sie größter Hauseigentümer und Vermieter der Stadt. Im Vergleich zu umliegenden Städten ähnlicher Größe befindet sich Neustadt in einer sehr komfortablen Situation. Nach meinem Eindruck stehen wir sehr gut da im Vergleich mit anderen Städten, eben insbesondere deshalb, weil wir eine eigene Wohnungsbaugesellschaft haben, mit dieser langen Tradition, mit dieser immensen Erfahrung. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren mit der WBG hier in Neustadt nochmal ca. 50 Wohnungen schaffen können und haben auch vor, in den kommenden 2-3 Jahren nochmal in gleicher Zahl Wohnraum entstehen zu lassen. Dabei spielt ein Blick auf die Veränderungen in der Gesellschaft eine wichtige Rolle. So werden bei Neubauprojekten verstärkt Single-Wohnungen eingeplant. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der seniorengerechten Modernisierung von Wohnungen. Die WBG verfügt über ordentliche finanzielle Spielräume. Denn die erwirtschafteten Überschüsse bleiben im Unternehmen. So kann die Gesellschaft getrost in die Modernisierung des Bestands und in neue Projekte investieren. Zugleich ist sie in der Lage, ihren Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten. Die Wohnungsbaugesellschaft Neustadt hat allen Grund zur Zufriedenheit.